Als Kind in so einer Kleinstadt groß zu werden und nicht so auszusehen wie die anderen, ist gar nicht so einfach. Als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, war ich immer das einzige Mädchen. Die lauteste war ich eigentlich immer schon, aber ich habe mir nie was von anderen sagen lassen. Was passiert denn, wenn ich mir selbst die Erlaubnis gebe, dass ich nicht weniger sein muss, sondern dass ich mehr sein darf? Ich mag mein Leben so, wie es ist und ich will es im Positiven leben und nicht im Negativen. Und deswegen versuche ich, ein Vorbild auch für andere junge Frauen zu sein.